Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Erst einmal vielen herzlichen Dank für alle, die gestern beim großen Livestream mit dabei waren. Wir waren über 800 Leute. 2 Stunden war ich für euch live. In der ersten Stunde habe ich euch so ein bisschen die Geschichte dieses Kanals zusammengefasst und in der zweiten Stunde habe ich versucht, alle Fragen irgendwie zu beantworten in einem Q&A. Ist mir natürlich nicht gelungen. Es tut mir wirklich leid, dass ich da nicht irgendwie alle Fragen gesehen habe. Der Chat war... Das war unglaublich, ihr wart so krass aktiv. Vielen, vielen Dank für alle, die mit dabei waren, die es geschafft haben, am Samstagabend um 20 Uhr dabei zu sein. Eine bessere Primetime gibt es nicht, ja? Hier, Danny Gottschalk. Wie Wetten das, ja? Nun gut, reden wir nicht über Wetten das. Und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und vielen, vielen herzlichen Dank. Natürlich ist der Stream auch gespeichert. Für alle, die heute auf dem Sonntag nicht so viel... zu tun haben, dann könnt ihr gerne euch den Stream angucken, 2 Stunden, und der ist für euch gespeichert. Geht einfach auf den Kanal und dann oben im Reiter geht ihr auf Lives und da ist der dann gespeichert, meine Lieben. Ja, gut, was war denn gestern auch noch los? Also ich meine, ich hatte gestern ja hier meine eigene Party gehabt, aber es gab gestern auch noch eine andere Party und nicht etwa das Ruckzuck-Spray vom Andreas Ellermann, nee. 30 Jahre Fernsehen, 20 Jahre bei Hamburg 1. Eine andere Party, nämlich die Juckt mich nicht Party. Und ich habe so den Eindruck, dass viele Zuschauer den Titel der Party genauso wahrgenommen haben, wie sie war. Denn ich hatte den Eindruck, das ist jetzt meine persönliche Meinung, der Katzenreporter ist ja noch vor Ort, ist meine persönliche Meinung, so erfolgreich war die Party von Valentina Doronina nicht. Und ich habe mir mal das alles ein bisschen genauer angeschaut. Es wurde ja als ihre Party deklariert, aber als ich denn dann bei der Story vom The Hidden geschaut habe, sprach das Hidden von einer Party mit Special-Gästen. Was denn jetzt? Die Party von Valentina oder eine Party mit Special-Gästen? Das ist ja ein großer Unterschied und das war halt auch nicht so ganz klar und vielleicht auch nicht den Zuschauern, denn aus meiner persönlichen Sicht war diese Party nicht unbedingt der größte Erfolg. Wir gucken mal rein, wer denn die Gäste waren und was man generell sieht. Es war, also hier war mehr los und ich war hier alleine. Ich war ja hier in meinem Büro, aber ich hatte ja 800 Leute Zuschauer und das ist ja auch nur eine Vermutung. Vielleicht hat man ja einfach auch die wartende Menge und die große Meute nicht gefilmt. Das wäre natürlich wünschenswert, meine Lieben. Für mehr Trash News abonniert gerne diesen kleinen YouTube-Kanal. Wir sind hier eine mittelgroße Familie, 20.600, eine tolle Community. Ihr seid wirklich die Besten. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt als erstes mal in die Story vom Muschelpeter, vom Eierkratzer, vomjenigen, also vom Eierkratzer, weil man ihn eigentlich nur da gesehen hat, wie er sich da rumbummelt, von dem, der Cola aus Schüsseln trinkt. Na, wer ist es? Ja, es ist Maurice. Denn der war auch Special Gast auf der Juckt mich nicht Party. Und was er dazu zu sagen hat, das schauen wir uns an. Man muss aber dazu sagen, er kommt so ein bisschen ins Reden, ins Selbstfeiern. Also eigentlich hat Maurice seine Party schon 5 Stunden vor der Party gefeiert, nämlich mit sich selbst und dem Muschelpeter. Die Muschelmaus nennt er den Hund. Oder ich weiß es nicht. Wir schauen jetzt rüber. Ich habe jetzt genug gequatscht. Wir schalten mal rüber zu Maurice ins elternhafte Wohnzimmer. Guten Tag, meine Lieben. Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt ja einen Mann. Schönen Abend gehabt. Heute Samstag. Ihr habt nur eine Adresse, nämlich kommt zu The Hidden Club in Neuss. Ganz wichtig, meine Wenigkeit ist da, da lohnt sich das schon auch nochmal. Aber wir haben noch mehr. Valentina, John sind am Start. Mike Keys, Jon, wir sind alle da. Ja, was eine geile Party. Maurice, Valentina und Mike Keys. Ich wüsste 1000 Orte, wo ich lieber wäre. Als auf der Juckt mich nicht Party. Aber vielleicht wird hier der Name der Juckt mich nicht Party auch Programm. Ich weiß es nicht. Machen uns heute einen geilen Abend. Und zwar, es gibt auch noch eine Abendkasse. Tickets sind reichlich da. Ihr könnt vorbeikommen. Ihr kommt safe rein. 100%. Ich freue mich auf euch. Und ihr kommt safe rein. 100%. Also er spricht gerade darüber, dass noch wirklich sehr viele Karten da sind. Ich habe das so verstanden. Ist ausverkauft. Was denn jetzt? Ausverkauft oder nicht ausverkauft? Ich hätte auch einen anderen Titel für die Party anstatt Juckt mich nicht, unbeliebt. Unbeliebt, wäre auch schön, oder? Da hätten wir dann noch ganz andere Gäste, ja? Andreas Ellermann zum Beispiel. Oder Patricia Blanco. Ja, das wär auch möglich gewesen. Aber hier ganz viel noch da, sagt er so. Und ich glaube, da spreche ich für alle. Wir freuen uns auf euch, auf jeden Einzelnen. Wir quatschen, wir machen uns einen schönen Abend. Deswegen, wir sehen uns später. The Hidden Club, Neuss. Seid am Start, ich bin da, also kommt vorbei.
So, das war der erste Teil der Story, wo ich halt dann schon sehr hellhörig wurde. Ich meine, hä? Uns wurde ja gesagt, ausverkauft, beziehungsweise so voll. Jetzt sind aber noch genügend Karten da. Das passt ja irgendwas nicht, aber wir gehen mal noch weiter in das Video, weil jetzt redet er nochmal ganz kurz, die Bühne, geben wir ihn jetzt nochmal ganz kurz. Er redet jetzt nochmal über seine Wahrnehmung im Netz. Maurice kleine Wahrheiten, Dennis kleine Weisheiten. So. Also, meine kleine Muschelmausi und ich, wir möchten... Muschelmausi natürlich. Wie komme ich noch auf Muschelpeter? Die Muschelpeter ist jemand anderes. Den sehen wir bald bei Big Brother, den Muschelpeter. Jetzt haben wir aber hier Muschelmausi. Wir möchten uns einfach nochmal bedanken bei euch. Alles denn gut. Alleine schon durch die Weisheiten, die ganzen süßen Kommentare von euch mit ein auf Maurice und ich hätten mal die Show nicht geguckt. Du bist ein cooler Typ. Denn ich finde ganz... Wer hat in die Kommentare geschrieben, Maurice, ohne dich hätten wir die Show nicht geguckt? Wer war das? Oute dich hier und schreib in die Kommentare ich. Wir müssen reden. Richtig, und mein Schatz und ich, wir sagen immer, wir müssen auch über uns selbst lachen. Mhm. Und auf der Welt ist so viel Missgunst, so viel Neid, so viel Gewalt, Kriege. Ah, oh, da muss ich wirklich sagen, das nervt mich. So dieses eigene Wesen im Social Media und im Trash-TV damit zu begründen, dass die Welt so grausam ist. Was ist denn das für eine scheiß Aussage? Das hat mich schon bei, wer war das? Bei jemand anderes hat mich das auch schon genervt. War es nicht er auch? Nee, das war Valentina. Valentina hat auch darüber gesprochen, dass ich find's furchtbar. Jetzt hört doch mal auf, eure missliche Lage mit der Weltgeschichte zu vergleichen. Nee, das kann man einfach damit nicht vergleichen. Das ist so anmaßend. Deswegen ist es wichtig, auch über sich selbst zu lachen. Das ist die Kunst, finde ich, im Leben. Von daher möchten mein Schatz und ich einfach nochmal Dankeschön sagen dafür. Und von daher, ne, heute Abend jeden Club Neues, seid am Start. Ich freue mich auf euch und passt auf euch auf. Der Hund ist gemacht für die Kamera, oder? Ich habe noch nie ein Tier so süß in die Kamera schauend gesehen. Und das, also perfekt, dieser Hund. Eigentlich hätte der Hund ins Sommerhaus der Stars gehen müssen, oder? Das wäre ja nicht Maurice, das wäre der Ricarda und der Hund. Die hätten sich wahrscheinlich besser verstanden. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Okay, also Maurice sagt, alles ist noch offen, alles ist noch möglich. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, dann gucken wir doch mal rein, was Valadoro, ja, Valentina Doronina da macht. Was erzählt sie uns denn jetzt? Ist jetzt voll oder ist jetzt nicht voll? Ich wollte ja auch hin, aber bei ihr wurde ich auch nicht so ganz schlau aus ihrer Story. Wir hören mal rein. So, Friends, Jon und ich fahren jetzt kurz nach Düsseldorf, was erledigen. Und ich wollte euch noch dran erinnern, bis 16 Uhr könnt ihr euch auf die Gästeliste eintragen lassen. Also es gibt noch einige Plätze. Seid schnell, schreibt einfach den Handyclub an, euer Namen, mit wie vielen Personen ihr kommt. Ich freue mich sehr auf euch heute Abend, mit einfach für die geilste Party. Also ich muss das in Frage stellen. Das tut mir wirklich leid. Wenn eine Party extrem am Hypen ist, man hat dann noch die Möglichkeit, bis am gleichen Tag, bis 16 Uhr, sich noch mit einer großen Anzahl von anderen Menschen auf die Gästeliste zu schreiben? Da muss ja wirklich extrem viel noch an Platz sein, oder? Also, wo ist denn die Fangemeinschaft von Mike Sees, Maurice, Jon, kenne ich gar nicht, und Jan? Wo sind sie denn alle? Verstehe ich nicht. In Neuss und The Hidden Club, meine Party juckt mich nicht, mit den geilsten Gästen, Fo ist am Start, Jan ist am Start, Jon ist am Start, Mike Sees ist am Start, es wird auf jeden Fall richtig krass, ich freue mich sehr und sonst könnt ihr natürlich auch spontan vorbeikommen, es gibt noch einige Tickets, haben wir euch extra zugelegt für die Abendkasse, das heißt, aber nur solange natürlich der Vorrat reicht, ich freue mich sehr auf euch, die ersten 200 Leute kriegen Shots natürlich und Specials und Meet and Greet startet um 21 Uhr, ich freue mich. Und weil der Hype so kickt, hat dann Valentina ein paar Nachrichten bekommen, wo sie überfordert aber wirkte. Und jetzt hört mal rein, was sie dazu sagen hat. Leute, sehr, sehr viele schreiben mir gerade, Leute, aber ich komme da null hinterher. Für die Gästeliste bitte einmal The Hidden Club einfach auf Instagram einmal anschreiben, dann seid ihr sicher dabei. Sonst Abendkasse gibt es auch noch einige Tickets, aber nur solange der Vorrat reicht. Weil ihr schreibt mir gerade, aber ich kann das nicht weiterleiten, weil es so viel ist. Ich glaube eher, dass das darum gar nicht ging, ja. Aber nun gut, das war jetzt erstmal Valentina. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt schicken wir doch mal den Katzenreporter Luke hin. Der soll doch mal ein bisschen Mäuschen spielen dort vor Ort, ja. Der hat ja eh nicht so viel zu tun aktuell, der kleine Lausekater. Und der soll mal gucken. Und der hat dann für euch, exklusiv für euch, ein paar Bilder eingefangen, wie die Stimmung dort kickte. Und erstmal finde ich es natürlich gut, dass man die Leute nicht filmt, ja. Aber,
Ein voller Club, den stelle ich mir anders vor. Ich sehe drei Leute an der Bar. Aber wie, wenn man die Kamera langsam gemeinsam drehen, langsam, und wir müssten gleich noch ein anderes Bild kriegen. Da. So. Wo sind die Menschen? Wo sind denn die Menschen? Ich muss das wirklich so fragen. Das ist doch nicht voll, oder? Also vielleicht ist es hier auch irgendwie nur eine VIP-Ecke. Hier sind nochmal die 200 Shots. Aber das sieht wirklich... Ja gut, weiß ich... Also ja, ich glaube, das war's. Ja, also das ist das Bild, was wir gesehen haben. Da ist nicht... Da ist jetzt hier nicht so viel los. Da hinten steht noch einer. Hier steht noch einer. Und hier haben wir nochmal, wie gesagt, die Bar. Und gerade an der Bar stelle ich es mir relativ voll vor, oder? Aber da sind drei Leute. So, haben wir das. Und dann haben wir noch ein anderes Bild eingefangen. Schauen wir uns mal das an. So, Friends, wir sind jetzt angekommen im The Hidden Club in Neuss. Wir sind am Start. Und wir warten auf euch. Eine richtig geile Party. Wir freuen uns. Und Schatz ist auch dabei. Da ist er. Nochmal die Haare schön machen. Guck mal, guck, mein Freund. Guck mal, wie schön der aussieht. Schau mal. Da ist er, da ist er. So, und jetzt will ich mit euch nochmal gucken. Da hinten sind so Sitzecke, ja, so Sitzecken. Hier hinten auch leer. Und die Story war vor 9 Stunden. Es ist jetzt 6 Uhr früh, das heißt, da war es schon spät. Also spät, aber da war noch nicht so viel los, ne? Und neue Storys gibt's nicht. Also ich höre die Katzen kotzen, dass die Party wohl nicht so der Erfolg war, wie man sich das gedacht hat. Das ist natürlich nur eine Vermutung anhand der Instagram-Stories, aber mal sind wir mal ehrlich, das ist ja die Grundlage, die wir hier haben. Ich selber war ja nicht vor Ort, aber vielleicht war jemand von euch auf der Juckt-mich-nicht-Party. Schreibt das mir gerne in die Kommentare, ob ich jetzt hier falsch liege. Aber ich habe das Gefühl, Valentina Doronina macht eine Party und niemand geht hin. Ganz verrücktes Ding. Deswegen hat es hier bei uns in die Trash-Highlights geschafft. Ich wollte euch das unbedingt einmal zeigen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Party juckt mich nicht, wurde hier wirklich irgendwie zum Programm, oder? Wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Ich bin da ein bisschen verwirrt gewesen. Ja, das ist einfach Gehirnschocking auch, ne? Ich hätte mir hier ein bisschen mehr vorgestellt, meine Lieben. Das soll es von mir heute schon am Morgen gewesen sein. Abonniert gerne den Kanal. Wir sehen uns heute um 11 und um 14 Uhr nochmal wieder. Wir werden heute so ein bisschen das Sommerhaus der Stars nochmal besprechen. Es gibt so ein paar Themen, die mir noch auf dem Herzen liegen. Die besprechen wir heute noch, um euch dann die nochmal bestmöglich für das größte Free-TV-Finale vom Sommerhaus der Stars vorzubereiten. Einige von euch wissen ja schon, wie es ausgeht. Aber trotzdem, wir müssen mal darüber nochmal sprechen. Ich habe da einige Sachen für euch eingefangen. Wird interessant werden. Ich verabschiede mich jetzt, wünsche euch aber einen hervorragenden Start in den Sonntag und ja, einen wundervollen Sonntag. So viel Zeit muss sein, meine Lieben. Macht es gut. Tschüss.